So. Genau, weil wir brauchen jetzt noch 8 Fabrikatoren. Mhm. Die stellen mal. Warte, ich muss eben hier einmal kurz das Eisen da hinlegen. Aber ich merke gerade, wir brauchen echt viel Platz hier oben, ne, für das Ding. Eieiei. Ja. Also, dass du ja gesagt hast, wir brauchen viel Platz, war jetzt nicht übertrieben. Nee, schwere modulare Rahmen ist so das erste Projekt, wo du, oder wo man sich dann so denkt, so, oh. Ist das viel? Das ist so das erste richtig schwere Projekt, weil du zigtausende Sachen machen musst, die dann nachher zu einem werden. Mhm. Das ist halt wahrscheinlich das allererste Bauteil, was du halt im Manufaktor baust. Naja, doch so heißt er. Es ist das allererste Bauteil, wofür du 4 Teile brauchst. Was du automatisierst. Klar, du kannst in der Theorie auch als erstes Computer oder so automatisieren. Mhm. Aber das machen die meisten nicht. Weil du auch schwere modulare Rahmen einfach zum Bauen von manchen Maschinen brauchst. Bleib mal stehen. Ach schade, jetzt weg. Deine Gasmaske hat gerade so rumgewackelt. Achso. Die ist so im Gesicht rumgeflabbert irgendwie, keine Ahnung. Aber als ich dann hingelaufen bin, war es weg. Ja. Es war manchmal auch so, dass dein Kopf so manchmal gezittert hat. Immer als würdest du so unfassbar schnell deinen Kopf schütteln. So. Das ist ein Nervenzucken. Und noch schneller. Ja. Genau, wir brauchen 8 Fabrikatoren und die stellen wir hier rein. Könnte man machen, oder? Hier genau, hier vorne kommt der Stahl raus. Den Stahl brauche ich hier. Warte, das ganze System kann ich ein bisschen anders bauen. Also ja, hier vorne mal 8 Fabrikatoren hin. Auch in dieser gegenüberliegenden Bauweise. Ich wollte gerade sagen, 4-4. Ja. So. Fabrikatoren. Ich lasse mal hier einen Platz. Vielleicht. Ja, das könnte passen. Ja, doch, genau. So ist richtig. Ja, weil ich habe gerade überlegt, ob es mit dem Abstand nach hinten rausreicht, aber viel weiter in die Mitte kann ich ja eigentlich nicht. Ja, das ist richtig. Ich muss gerade selbst experimentieren. So soll es passen. Machen wir so. Jetzt auch noch so ein bisschen mehr. Jetzt hat er den rübergezogen. Ne. Ich baue schon wieder ab. Ne, alles gut. Ich muss nur gucken, dass hier bei der Reihe genug Platz dahinter ist. Ach so. Bei der hier vorne. Den kannst du da stehen lassen. Jetzt ist die Frage, wie du das jetzt gebaut hattest, wenn du das jetzt... An den... Also du hast irgendwie das Muster, glaube ich, durchgezogen, bis auf beim letzten. Was?
Nee, dieses abwechselnde Muster. Fundament Mitte, Zwischenfundamenten, Fundament Mitte. Das habe ich unbewusst wenn dann gemacht. Es passte hier und hier. Ah ne, hier auch nicht. Aber warum ist die Lücke so... Naja. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Wie halt immer. Ich wollte es nicht sagen. Das ist okay, ich kann damit umgehen. So, ne? Nee. So, jetzt muss es stimmen. Ja, genau. So. Ah, jetzt stehen die Dinger. So. Nee, warte, bauen wir erst einmal die hier. Die jetzt mittig zu platzieren wird ein Krampf. Ja, nein, das ist... Ich überlege gerade nur, was mir lieber ist. Wahrscheinlich so rum. Und dann den hier noch. Na, dann kannst du mal gucken, wie das hier mit Strom verbindest, die einzelnen Maschinen. Und da haben wir Versatz. Zu den beiden hier. Ah, meine steht falsch. Oh, oh. Dass das noch erleben darf. Was meint es jetzt? Was mit Maschinen? Strom. Ich schon mal mit Strom verbinden. Habe ich genug Kabel dabei? Ich glaube, es könnte knapp werden bei dir. Bin mir nicht ganz sicher, aber... So, wie platziere ich das jetzt am intelligentesten? Wie sieht es am wenigsten kacke aus? Ich mache einfach da ein und da ein, fertig. Stimmt, ich glaube, ich könnte gleich nach der Aufnahme eben zeigen, wie ich das mal bei mir gelöst habe. Ja. Das Projekt hier mit den schweren modularen Rahmen. So, den da rüber. Und den machen wir. Haben wir hier noch irgendwo einen? Da war einer, da war einer. Also wir nehmen jetzt schon fast ein Viertel ein, ne? Von dem Gemälde. Ja, ich meine ja, also dass du gesagt hast, das wird groß oder wir brauchen viel Platz, das war nicht übertrieben. Also wenn ich mir das so angucke, was wir jetzt in der kurzen Zeit hier hingeknallt haben, ist schon einiges. Ja, irgendwann kommt ja auch einfach die Erfahrung dazu, ne? Und irgendwann weißt du ja und kannst einfach deutlich schneller Gebäude da hinsetzen. Ja, bei dir geht das relativ easy. Da ist so, ja, das kommt so, zack, 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 zack. Bei mir ist immer noch so, welches Gebäude macht wie viel und wovon und was? Ja, wie gesagt, es ist, ich habe hier ein bisschen Zeit reingesteckt in das Spiel. Hater würden jetzt behaupten, mein Abi hätte darunter gelitten, aber... Ich würde ja sagen, das hat eher unter Corona gelitten als darunter, aber... Ja. Also Computerspiele sind definitiv nie der Grund. Das ist immer förderlich. Ey, fördert die Kreativität. Ich hatte sogar Mathe-LK, also das hat mir geholfen. Im Kopfrechnen bin ich super. Ich weiß gar nicht, war das nicht sogar in Schweden oder so, wo die das irgendwie hier Minecraft und sowas an Schulen und sowas... Keine Ahnung. Also gibt es bestimmt so diese Modellschulen. Es gibt ja auch irgendwo in Deutschland, was ich die Schulen, wo sowas wie Glück unterrichtet wird. Ja, auf jeden also Fall. Da heißt das Fach. da heißt das Fach Glück. Oh. Ja, habe ich auch mitgekriegt. Da hätte ich, also da bräuchte ich so einige Stunden im Thema Glück.
Das würde einiges ändern vielleicht. Aber worin? Glück im Spiel? Glück in allem. Glück in der Liebe. Einfach Glück. In allem. Immer nur Glück. Man muss nichts können, solange man einfach nur Glück hat. Du musst nicht lernen, du musst einfach nur Glück haben. Das passt schon. Da ist wahrscheinlich mehr Wahrheit dran, als viele wahrhaben wollen. Auch wie oft ich in meinem Leben schon Glück hatte, das ist, ja. Also eigentlich darf ich mich gar nicht beklagen. Ich komme eigentlich so bei allem immer mit ziemlich viel Glück durch. Das wird jetzt ja auch nochmal lustig. Das Verbinden mit den Förderbändern. Insbesondere die obere Reihe. Uiuiui. Also ich hab eine Vermutung, wie es aussehen wird. Wenn die Sache wie es ist, das sieht dann lustig aus. Oh Gott. Das sieht jetzt schon kacke aus. Keine Ahnung. Ja, warte. Ich zeig's dir sofort, weil ich wahrscheinlich sowieso wieder zu wenig Stahlbetonträger hab. Gut, davon hab ich aber auch nicht mehr viele, glaube ich. Was hab ich dann noch? Hab ich davon überhaupt noch welche? Ja, stolze 6 Stück. Das ist nicht so viel. Ja, das ist richtig. Warte. So funktioniert das natürlich. Sieht so aus, als wär's gewollt. Physik oder so. Das ist, glaube ich, auch keine Option. Oder? Oder? Einfach mal versuchen, ne? Da jetzt den. So, wie sieht das aus? Ja, wird gehen. Ja. Also wäre jetzt nicht ganz katastrophal, aber hier laufen da wieder Förderbänder durch. Also funktioniert das doch nicht. Verdammt. warte mal. Wie sieht das denn hier in der Mitte aus? Okay, wir setzen die Reihe einen nach vorne. Dann ist das hier in der Mitte auch wieder symmetrisch. Okay. Da will ich nur einen, warte, ich setze eben hier einen hin zur Orientierung. Ich baue erstmal alles Zeug ab hier. Das. Und der. So. Dann der. Mal weg. Ist ja gut. So, da ein und dann. Du bist schneller als ich, du kannst das. Da ein. Und da ein. Genau, und jetzt haben wir da, glaube ich, ein bisschen mehr Spielraum und jetzt kriegen wir es auch verbunden. Hier für Freezes heute wieder ab, das ist unglaublich. So. Sind die schon wieder alle verbunden hier? Ja. Fliegt hier schon wieder so untätig rum. So. Nee, mit dem Strom habe ich die noch nicht verbunden. Nee, ich habe gerade wegen den Bändern geguckt. Die. Ja, die habe ich schon gemacht, aber da meintest du ja, da hast du eh keine mehr, ne? Oder quasi.
Ja, 6 Stück hatte ich noch. Okay. Ach doch, die sind verbunden. Die sind, ach so, die sind nicht verbunden. Ja, jetzt. Guten Morgen. So. Ach, das sitzt noch zu nah dran. Und das hatten wir mit. Hatte ich das nicht auch verbunden? Nee. Doch, hatte ich, oder? Keine Ahnung. Jetzt haben wir es verbunden. So. Nee, andersrum. Von unten nach oben, bitte. Sieht lustig aus, ne? Ja, ja doch. Das geht eigentlich. Ja, ja. Ja gut, es hängt halt in den Bändern drinnen, ne? Was? Kann ja nicht sein. Na doch. Ach, in den. Ja. Da hängt's halt halb drin. Ist logisch. Deswegen habe ich das, glaube ich, immer von oben nach unten gebaut. Ja, bau die mal eben ab und dann bau die mal von oben nach unten. Also erst oben am Splitter andocken und dann unten am Fabrikator. Ich dachte, die kann man nicht am Splitter andocken. Doch. Du kannst die Splitter nicht an den Liften andocken. Ah, aber okay. Du kannst die Lifte schon an den Splittern andocken. Ja, so sieht es schon besser aus. Ja, genau, jetzt guckt das halt nur in der Maschine da rein. Also wie ich, da kannst du das ganze Ende von dem Band sehen. Ich habe keine Stahlbetonträger mehr. Jetzt kriege ich die letzten beiden Bänder nicht verbunden. Gucken, was haben wir denn im Lager? 3. Ah, ich war zwischendurch immer mal wieder da. Und hab mir immer wieder welche geholt, sonst hätten wir doch gar nicht weiterbauen können. So. Jetzt hängen wir wenigstens nicht mehr in den Bändern. Ja, stimmt, die gucken da hinten raus. Ja. 66, okay. Seit dem letzten Mal. Ja, das ist ja was. Kann ich zumindest das verbinden. Und dann haben wir, mal kurz überlegen, die modularen Rahmen fertig. Die Stahlbetonträger, da müssen nur noch die Stahlrohre rein. Oder? Nee, Quatsch, da habe ich das denn hier vorne schon verbunden. Ah ne, nur noch der Beton muss da rein. Du kannst schon mal hier dieses Splitter-System von hier oben, dieses Standard-Splitter-System, kannst du schon mal hier vorne hinbauen, an die 5 Fabrikatoren, die hier in Reihe stehen. Mit Laufrichtung von hier hinten nach da vorne.
Und was für ein Splitter-System? Als ob ich das jetzt noch wüsste. Hier oben, das, was, wie das hier oben hängt. Also dieses ganz normale Splitter-System, was wir schon ein paar Mal gemacht haben. Blick's gerade gar nicht. Achso, hier auf der anderen Seite, oder wie? Ja, genau. Ah, jetzt, ja. So. Mein Lieblingssystem, ja, Moment. Warum darf ich da nicht bauen? Hallo, Spiel? Oh, Spiel! So. Das kam da wieder ein Autosave rein. Nee, mit Blaupause in der Hand oder halt hier mit dem, du weißt, was ich meine, rumgeflogen und dann wieder nicht gesehen, wo ich hinfliege und kreuz und quer und. Ach so, ja. So, wenn ich das jetzt hier mache, dann dürfte es ja passen, oder? 1, 2, 3. Ich hab wieder nicht geguckt. Ah, ist das eine Scheiße. Weißt du, worauf ich mich schon freue? Wenn wir das System hier verbinden, zum allerersten Mal. Und dann die ganzen Maschinen so nach und nach anfangen zu laufen. Und alles funktioniert. Gerade überlegen, ich führe die Aufnahme jetzt dann eh bald in so 10 Minuten circa. Dann haben wir die Folgen voll. Beim nächsten Mal, dass ich dann vielleicht einfach die schon mal vorher auf die Map gehe und einfach mal ein bisschen laufen lasse, das Spiel, bevor wir aufnehmen, so dass sich die Stahlbetonträger und sowas vielleicht einfach ein bisschen auffüllen. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee. Sonst stehen wir da wieder mit quasi null da. Das ist richtig, dann gucke ich mal. Hier unten läuft das alles, glaube ich, soweit. Genau, das noch mit dem Strom verbinden brauchen wir, glaube ich, nicht, aber einfach damit es wieder dran ist. Okay. Hier die ganze Produktion läuft. Dann dürfte auch, glaube ich, oben und hinten alles laufen. Wir hatten ja nur am Stahl, glaube ich, was abgekoppelt, ne? Ja. Also, meines Wissens ja. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas abgekoppelt hast. Glaube nicht, aber. Guck nochmal eben rum. Jetzt habe ich keine Stahlbetonträger mehr. Nein. Und mir fehlt gerade. Habe ich da? Ah, nee, das war's. Ja, dann. Lass es da vorne mit den Förderbändern und dann, ich kann auch keine Lifte mehr. Ja. Die letzten zwei. Ja, die brauchen ja das gleiche. Ja, die fehlen. Dann gehe ich jetzt noch eben einmal nach hinten zum Öl, weil mir ist was aufgefallen in meiner Welt. Nämlich, dass Plastik, Gummi und verpackter Treibstoff, wenn man die schreddert, ganz schön viele Punkte gibt. Okay. Und wenn du da nämlich beim nächsten Mal sowieso stehst, dann kann man das schon mal hier eben noch bauen. Schnell das System da reinbauen und dann
Wo stehe ich? Ich bin wieder oben beim Hub. Was ist das? Nein, wenn du beim nächsten Mal einfach nur rumstehst, ach so, meine ich. Schon vorher. Dann kann das hier nebenbei laufen und Punkte sammeln. Ja, das stimmt, ja. Gut, dann mache ich jetzt aber hier schon mal die Abmoderation und dann kannst du es ja noch fertig bauen, das passt ja, das ist ja. So, wo stelle ich mich denn heute? Hier drüben, da kann man das doch schon von oben angucken. Oh ja, da haben wir auch schon ein ordentliches Stück eingenommen von der Platte. Ja, ja. Das ist schon. Ja, oh, ganz schönes Stückchen. So. Aber damit haben wir auch schon fast alles gebaut. Also super viel kommt da jetzt dann auch nicht mehr. Mhm. Aber sieht gut aus auf jeden Fall von oben. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, das ist halt das Schöne an dem Spiel. Also du kannst halt von oben einfach sehen, was du gemacht hast. Und du weißt halt ganz genau, dass alles... Habe ich jetzt gerade, habe ich meine Arbeit und so reingesteckt, meine Zeit. Mm. Und das zu sehen ist halt einfach nur geil. Nur noch geiler ist es, wenn es dann nachher, wenn du es siehst und es läuft. Ja, noch ist alles rot. Ja. Aber das ändern wir bald. Gut. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, ne? Macht's gut, bis dahin. Ciao.